Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und ja, Leute, wir sind hier auf jeden Fall in der Opening Night. In der zweiten und letzten Saison. Es sollte ja von Anfang an nur eine kurze Serie werden, ne? Sie wird auch nur kurz, leider nur zwei Saisons kurz. Einfach weil dann bald Formel 1 ja startet. Und ich würde gar nicht so viel labern, sondern wir gehen rein in die Opening Night mit Victor Oladipo, Paul George, Kawhi Leonard, Kelly Olynyk, Karl Anthony Towns gegen Adama Bailey, Ochoa, Agbaji, Lauri Markkanen, Jackson Hayes und Jalen Duden. Gehen wir rein hier. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und wir schauen mal, wie die Opening Night wird, so ein bisschen zocken. Gucken mal, was so... Ach, scheiß Mikro. Gucken mal, was so Karl Anthony Towns unter anderem so liefern wird, ne? Wie er performen wird. Und ja, jetzt habe ich das hier auch gleich mal zu Ende sortiert. Dann passt das auch hier, ne? Opening Night in der Crypto.com Arena. Hier hat unsere letzte Saison auch geendet. Mit einer Kameraeinstellung, die... Sagen wir mal so, die Kameraeinstellung war Lakers-Fan. Um nicht beleidigend zu werden. Aber gehen wir rein. Tipp auf Gewinn schon mal Karl Anthony Towns. Sehr schön. Perfekter Neuzugang, ne? Drei neue nach Starting 5. Also das ist natürlich auch eine große Änderung. Und jetzt hier der erste Drive von Victor Oladipo. Kickout. Olynyk hat jetzt hier das Mismatch gegen Bailey Adama. Gegen einen der Rookies. Und da kann sich Kelly Olynyk gleich mal durchsetzen. Stark. Ja, wir haben jetzt deutlich mehr Größe nochmal, ne? Und auch deutlich mehr Qualität auf dem Big Man Position. Das muss man schon sagen. Der ist nicht drin. PG-13. Paul George jetzt hier. Olynyk, na, den hätte er eigentlich sogar nehmen können. Jetzt hier der Screen. Stark. Oladipo. Nein, gibt den Ball auch nochmal ab. Paul George. Der Screen kam, schwieriger Wurf von Paul George, der ist nicht drin, schade. Agbaji. Foul von Kawhi Leonard. Den habt ihr ja zu Recht auch kritisiert, muss man sagen. Kawhi Leonard hatte sicherlich nicht die allerstärksten Playoff-Serien. Also da hätte man durchaus ein bisschen mehr von ihm erwarten können. Da ging eher Paul George voran. Aber gut, vielleicht ja in diesem Jahr dann, ne? Schwierig, der Wurf. Also sie holen sich den Rebound und dann ein schöner Reverse-Dunk. Kann man mal machen. Das ist Jalen Duren gewesen. Oladipo, Towns. Foul an Towns von Jalen Duren. Karl Anthony Towns. Jalen Duren jetzt hier gegen Towns im Post. Towns hier mit dem Fadeaway, der nicht reingeht. Das war dann doch sehr gut verteidigt von Jalen Duren, ne? Oder Depot gegen Bailey. Und der ist drin, ne? Stark von Hayes. Macht der easy rein hier, das junge Talent hier von den Utah Jazz. Paul George. Das war ein sehr, sehr weiter Versuch, muss man auch sagen, ne? Von dort den Dreier zu machen. Markkanen, ne? Duren. Wäre da wahrscheinlich auch nicht hochgegangen. Agbaji geht aber hoch. Der Ball ist dann bei uns. Kawhi Leonard hat den. Der Ball jetzt hier auf Oladipo. Kawhi. Kawhi Leonard jetzt hier gegen Markkanen. Ne? Olynyk. Nein. Leider nicht drin. Den hätte Towns durchaus haben können, den Rebound eigentlich. Ne? Aber gut. Unser Ball und jetzt Kawhi Leonard. Kawhi Leonard mit der Chance und den dankt er dann noch rein stark. Gut gemacht von Kawhi Leonard. Der Dank hier auf jeden Fall, der zack, ordentlich reingemacht. Dreht sich dann noch direkt, ne? Dass er schön Markkanen während des Danks oder während des Abschlusses des Danks nochmal schön in die Augen gucken kann. Da wird dem Film zu warm, ne? Bei so einem Dank. Oh, come on, ich weiß nicht. Oladipo hatte, Olynyk meinte, ich hatte eigentlich seine Hände hoch. Ich weiß ja nicht. Bin ich eigentlich nicht so mit einverstanden. Beide drinne. Wir zocken auf jeden Fall ein paar Minuten. Ne? Opening Night kennt ihr ja von mir. Opening Night ist dafür da, um die Mannschaft richtig kennenzulernen. Und jetzt hier Paul George. Macht ihn rein, stark vom PG-13. Setzt sich da durch. 43% Feldwurfquote hier am Anfang, ne? 3 von 7.
Er hat schon viel Ball berührt. Er hat schon sehr viel Ball berührt, aber ich akzeptiere es erstmal. Paul ist jetzt hier mit drin, ne? Für Kawhi Leonard rein rotiert. Ja, aber. Come on, Ref! Also, der pfeift ja jeden Pups ab. Der pfeift ja alles ab. Referee ist soft, ne? Richtiger Softie. Beide reingemacht hier. Karl Anthony Towns. RPG. Oder Kelly Olynyk. Nice. Nice, gefällt mir. Gefällt mir hier in den ersten Minuten richtig gut, muss ich sagen. Kelly Olynyk gerade so ein bisschen der Showstealer, ne? Jeder erwartet so, oh, das Debüt von Karl Anthony Towns, wie wird sich Oladipo hier so einspielen? Und dann kommt einfach Kelly Olynyk und stiehlt hier jeden die Show. Ah, der war auf jeden Fall contested und dann ist der Ball bei Towns. PG 13. Ja, nächster Screen von Olynyk. Ne, das wird nichts. Leider nicht. Jetzt erstmal die Utah Jazz hier. Bailey im Transition Game, ne? Hat eigentlich viel Platz. Traut sich den Dreier aber nicht zu nehmen, wie es scheint. Will da mindestens in die Midrange rein. Laurie Markkinen. Nimmt den. Trifft ihn nicht. Towns hätte den eigentlich haben müssen. Towns hätte den in der Situation eigentlich haben müssen. Towns. Karl Anthony Towns versucht sich da jetzt vielleicht mal durchzupowern. Nein. Ich wollte den eigentlich faken, ne? Aber das hat nicht ganz so funktioniert. Boah. Und jetzt haben wir hier Victor Oladipo mit dem Steal und mit dem Foul. Adama Bailey hatte das immer da angehängt. Ne? Leider hat er nicht das End-One gemacht. Macht aber den ersten Freiwurf rein. Wenn er beide reinmacht, ist ja alles okay soweit. Perfekt. 10-10. Bisher ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ne? Beide Teams können immer aufeinander antworten. Jetzt hier Paul in der Defense hier am Perimeter gegen seinen Gegenspieler. Hayes gegen Olynyk. Hayes körperlich stärker vielleicht, aber Olynyk mit einer guten Defense. Der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Karl Anthony Towns, ne? Obwohl er den komplett freien Wurf hatte. Klar stand da Adama Bailey vor ihm, aber das ist jetzt auch niemand, den da vor allzu großen Problemen stellen soll. Fünftes Team vorher schon, ne? Wir haben noch nicht mal 6 Minuten gespielt und sie sind im Bonus. Aber Adama Bailey macht den nicht. Den zweiten aber. Paul George zieht da einfach davon. Karl Anthony Towns mit dem Screen. Na, macht er nicht. Macht Towns nicht rein. Hat dann den komplett freien Eckendreier. Ne? Du bist doch der beste Big Man Shooter of all time. Nach eigenen Aussagen, dann mach ihn auch. Ja, sie haben das Mismatch unterm Korb. Schwierig, aber da wird gedoppelt. Markkinen nimmt den. Stark. Sehr, sehr starker Fadeaway von Laurie Markkinen, ne? Karl Anthony Towns. Na, durchpowern klappt nicht. Oladipo. Dreier will heute nicht fallen, muss man sagen. Ne? Der Dreier will bei den Clippers überhaupt nicht fallen. Und jetzt haben wir Bailey. Adama Bailey geht da gut in die Zone. Ist es faul, sagt er. Nächstes Foul von Karl Anthony Towns. Adama Bailey macht den ersten. Towns muss jetzt sogar schon raus, ne? Dafür ist Cody Zeller jetzt mit bei.
allgemein ein bisschen Rotation. D-Rose auch mit dabei. Zocken wir noch ein bisschen hier, ne? Ist Opening Night. Da wird gezockt. Und jetzt hier D-Rose. Der versucht es gleich mit Geschwindigkeit. Ja, gibt den erstmal raus, das Cody Zeller. Was? Cody Zeller im Aus gewesen, okay. Cody Zeller war auf jeden Fall im Aus. Steel Leader waren wir mit 8,9 zusammen mit den Raptors, ne? Auf Platz 1. Wir liegen hier 5 Punkte hinten, ne? Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung. Bailey. Double Team gegenüber Bailey. Bisschen mehr Druck gemacht. Jetzt geht da Payton auf Young. Jetzt haben wir Gordon Hayward. Ach, gut gespielt. Zeller hilft noch aus, aber es hat nicht gereicht gegen Andre Drummond. Powell. Oh, schöner Cut auf D-Rose and one. Wow. Das war erstens ein richtig guter Pass. Aber dann noch der Abschluss von Derrick Rose. Stark. Und der ist drinne. Nice. Wir spielen bis Minute 2 runter, ne? Danach gucken wir, ob wir eine coole Crunch-Time kriegen. Gordon Hayward. Ja, der war super high contested. Darf eigentlich niemals passieren, dass sie sich den da wieder kriegen, ne? Aber konnten das nicht nutzen. Jetzt hier Powell. Nein, ah, den hat Morris nicht. Sah erst so aus, als wenn er den haben kann. Vielleicht für einen Putback, ne? Für einen möglichen. In die Zone Drummond, ja. War da nicht mehr zu stoppen, ne? Wenn du Andre Drummond so in der Zone lässt, dann macht er den auch. Ah, jetzt hier D-Rose versucht es mit einem Drive. D-Rose, stark. Derrick Rose. Er hat Bock, 5 Punkte hier, Topscorer. Starke Aktion, die hier Derrick Rose zeigt. Colin Sexton jetzt hier gegen D-Rose. DiVincenzo Payton wird ihm das Leben zur Hölle machen. Ja, schwierig. Ganz schwieriges Ding. Transition Game mit D-Rose jetzt hier. Derrick Rose, ja. Wird dann am Ende leider nach nicht ganz geblockt, aber der Wurf wurde super schwer gemacht. Derrick Rose hindert da DiVincenzo erstmal. Hat er gut gemacht in der Transition Defense. Also Derrick Rose gefällt. Fast der Stil. Jetzt ist hier Drummond. Und dann wird er von 2 gestoppt. Cody Zeller und Marcus Morris Senior im Doppelpack. Aber Drummond hat eine Wurftechnik. Junge, Junge, da ist meine Wurftechnik sogar besser. Aber der zweite ist drin. Derrick Rose. Müssen wir abgeben, ne? Marcus Senior. Gary Payton, nein. Der Fake. Jetzt muss er den Wurf nehmen. Derrick Rose. Ach, schade. Der Ball fällt leider ein bisschen doof, ne? Cody Zeller hat da eigentlich eine gute Position. Aber die Position ist immer nur gut, wenn der Ball auch entsprechend fällt. Jetzt haben wir hier letzter Angriff. Jetzt hier Derrick Rose versucht sich durchzupowern, klappt nicht ganz. Nee. Ah, schade, haben sie gut gerochen. Ticken zu spät gespielt, ne? Wir gehen mal in die Simo. Vielleicht kriegen wir eine anspruchsvolle Crunch-Time. Ah, 12 Punkte Unterschied, aber komm. Da kann man trotz allem noch reingehen. Da habe ich Bock drauf. Ich würde auch Derrick Rose wieder reinholen. Der hat einen guten Eindruck gemacht. Also Paul George gegen den DiVincenzo sollst du dich schon mal durchsetzen. Nein? Okay. Boah, Kawhi Leonard mit dem Stil. Kawhi Leonard auch mit 16 Punkten, muss man sagen. Starker Drive. Starker Drive von Norman Powell hier, ne? So will man das doch sehen. Schön aggressiv hingegangen. Ne. Muss sagen, so rein spielerisch Norman Powell, da bin ich noch nicht. Da hat er noch nicht alle Zweifel weggeräumt.
hat 21 Punkte. Ich muss mich korrigieren. Er ist der Topscorer, ne? Derrick Rose mit 13 Punkten. Stark. Ne. Der Ball ist jetzt hier. Der ist auch nicht drin. Olynyk hatte den getippt. Stark. Oh nein. Was für ein schwacher Pass. Paul George hilft da aus. Der Ball jetzt hier. Na, schwierig. Da war Olynyk, aber dann schöner Putback von Drummond. Boah, Jackson Hayes passt da überhaupt nicht auf. Und wow. Kawhi Leonard wollte einen Monster-Dunk raushauen, aber es klappt nicht. Es klappt nicht. Schwierig jetzt hier für Kawhi gegen Drummond. Oh, aber Kawhi Leonard mit dem Steal. Aber Kawhi Leonard mit dem Steal. Kann man mal machen. Oh, da lässt Kawhi Leonard den ersten stehen und dann wird er leider weggeblockt. Ein bisschen überdreht hier meinerseits. Hätte man irgendwie einen Pass oder so suchen sollen. Easy. Norman Powell. Easy Cut hier, ne? Was ist denn mit Towns? Ist er schon ausgefoult? Tatsächlich, ey. Karl Anthony Towns im ersten Game ausgefoult. Läuft. Enttäuschendes Debüt, ne? Sehr, sehr enttäuschendes Cat-Debüt. Das muss man schon sagen. Hat überhaupt keinen Impact. Also er hat den Kelly Olynyk so ein bisschen die Show gestohlen. Der Midranger ist nicht drin. Jetzt hier der Ball dorthin. Kawhi. Kawhi. Holt sich das Foul von Lauri Markkanen. Stark. 17 Punkte Kawhi Leonard. Macht doch den zweiten perfekt, ne? Ja, Jazz jetzt hier mit 15 Punkten, also schwierig, dass sie hier nochmal rankommen. Agbaji darf den Dreier nehmen. Aus der Bewegung schwierig natürlich, wenn du kalt bist. Und jetzt hier Norman Powell. Boah, stark. Norman Powell, ich habe ihn ein bisschen kritisiert, ne? So ein bisschen gekitzelt und seitdem, damn. Zieht er durch, 26 Punkte Norman Powell. Also... Jeder hat das Debüt von Karl Anthony Towns erwartet, aber es sind andere, die die Show stehlen. Kelly Olynyk mit einem guten Auftritt, ne? D-Rose, der zeigt, was noch in ihm steckt. Und Norman Powell, der eben zeigt, yo, ich bin der perfekte Six-Man für diese Mannschaft. Na, Norman Powell mit dem Rebound. Olynyk. D-Rose. Derrick Rose darf einfach vorbei, holt sich das Foul. Gegen Andre Drummond, stark. Und Derrick Rose jetzt hier bei der Freiwurflinie, macht den ersten perfekt. Sehr schön. Derrick Rose einfach, ne? Show-Stealer hier. Zweiter ist auch drin. Jetzt sind wir schon 20 Punkte vorne. 128 zu 108. Aber wir spielen bis zum Ende. Opening Night heute, ne? Das ist der Fokus. Ah, Derrick Rose. Ja, macht das defensiv gar nicht so schlecht an sich. Der ist dann drinne sogar stark von Hayes. Sehr stark abgeschlossen. Ah, der Steal aber auch noch fast. Kawhi Leonard. Olynyk. Jetzt haben wir hier Kawhi. Kickout. Olynyk. Nein. Die Dreier wollen noch nicht ganz so fallen. Oh, der Pass ist boah, stark, aber Olynyk hat gut geholfen. Olynyk hat gut geholfen. Jetzt Transition Game. Der Pass ist gut auf PG. Ja, er will irgendwie nicht abschließen. Ja, dann sollte er nicht abschließen. Also erst will er nicht und dann soll er nicht und dann macht er aber. Paul George, denkst du, es mir egal, was du da eintippst. Ne? Ich mach, was ich will. Ah, Aldama. Schwierig. Sehr kompliziert alles gespielt. Ja, sage ich ja. Aber sie holen sich den Rebound. Und dann denkt sich Drummond, den stopfe ich euch.
Derrick Rose mit dem Drive. D-Rose. Paul George. Hä? Okay, Paul George verkackt irgendwie die letzten Minuten nochmal. Cousins übrigens auch hier mit seinem Debüt. Markkanen. Money. Spiel ist natürlich trotzdem längst entschieden. Aber jetzt hier Boogie Cousins zusammen mit Derrick Rose. Und Derrick Rose darf nochmal. Schön. 17 Punkte von Derrick Rose. Sehr, sehr starke Vorstellung. Zeigt eben, was er uns bringen kann, ne? So ein bisschen der Westbrook-Ersatz zusammen mit Oladipo. Aldama. Was laber ich da? Bailey, natürlich. Weil ich gerade auf Aldama kam. Wahrscheinlich, weil er Aldama Bailey heißt, ne? Ich habe keine Ahnung. Ist ja am Ende auch egal. Und Linick mit der Position. D-Rose mit dem Kick. Klappt nicht, schade. Aber gut, Game ist auch rum. Nimmt er nochmal diesen ein? Ja, will er machen. Macht er tatsächlich. Er macht diesen einen Wurf noch. Dann versuchen wir es doch auch nochmal, ne? Aber geht leider nicht rein. Wäre so ein schöner Konter gewesen. Hat nicht geklappt. Am Ende gewinnen wir 130-119. Sehr schönes Ergebnis für die Opening Night. Norman Paul mit einem richtig guten Spiel. Towns 20, okay. In seinem ersten Game 20. Leider haben wir nicht so viel davon gesehen. Paul George 19, Kawhi stark. Derrick Rose 6 von 8 reingemacht. Sehr, sehr stark. 1 von 1 Dreier. Olynyk mit einer guten Partie. Die Dreier hätten nur ein bisschen besser fallen dürfen. Ne? Aber insgesamt trotzdem auch ein positiver Eindruck. Agbaji Drummond, ne? Das hat alles nicht gereicht. Und wir haben auf jeden Fall hier das erste Game gewonnen. Wir gehen mal die erste Woche auf jeden Fall durch und dann sehen wir mal, wo wir da stehen. Und ja, Leute, so gut waren die ersten Spiele dann gar nicht, denn wir haben gegen die Lakers verloren, 117-113. Powell wieder mit 31 Punkten richtig explodiert, ne, wieder mal. Aber James und Pritchard waren hier zu stark. Dann gegen die Kings, da hat De'Aaron Fox uns 29 reingeschossen. Norman Powell wieder von der Bank 24 Punkte, also es ist krass, wie der abgeht, ne. Hier war es mal Kawhi Leonard, hier hat Norman Powell mal ein etwas lower scoring game. Aber Ja Morant mit 30 und 10, Beasley und Bane noch über 20 und das hat dann gereicht. Aber gegen die Hornets haben wir gewonnen und da waren es eben PG-13 und Kawhi Leonard. Also, wir holen 2 Siege, 3 Niederlagen. Bedeutet jetzt in den ersten paar Spielen nach 5 Begegnungen für uns, dass wir aktuell auf Platz 12 sind. Das sagt aber noch nicht allzu viel, ne? Und ja, das war auf jeden Fall hier erstmal der Saisonstart. Das wird eine nice Saison. Wir gucken mal, was wir am Ende erreichen können, ob wir vielleicht wieder die Western Conference gewinnen können oder nicht. Bisher, ob wir es dieses Mal schaffen. Letztes Jahr wurden wir Zweiter. Euer Veloschen meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab und bye bye.